Ja, ich glaube, mein Mikro ist verrutscht. So, hallo. Schön, dass so viele da sind. Nochmal kurz zur Einführung, worum es gehen soll, und dann stellen wir uns kurz noch vor. Wie gesagt, wir stellen uns vielleicht kurz zunächst vor, damit ihr wisst, worum es geht. Das ist Annette, ich bin David. Wir arbeiten jetzt seit circa 8 Jahren zusammen als Team. Sie als Designerin, ich als Entwickler. Kundenspezifische Websites, die wir dann mit WordPress umsetzen. Von ihr kommt das Design, ich mache dann die Theme-Entwicklung. Habe früher mit einem Framework gearbeitet, inzwischen arbeite ich auf Underscores-Basis mit einer SaaS-Umgebung. Und die Schwierigkeit, die ihr wahrscheinlich alle kennt, ist, wie kommuniziert man am besten und am reibungslosesten, wie will sie es haben, damit ich dann genau weiß, was ich dann vor allem im CSS, im Frontend umsetzen muss. Wir haben angefangen mit Adobe InDesign, hat sie mir die Sachen geliefert. Ist natürlich eine Software, die ist für Print ausgelegt und dafür ganz gut, aber dann für Websachen oft nicht so geeignet. Vor allem das Problem, was wir hatten, ist, dass die Größen und die Darstellung auf verschiedenen Devices dann einfach nicht so ist, wie es nachher nach der Programmierung rauskommt. Dann haben wir uns jetzt vor einem Jahr etwa angefangen, umzusehen nach Alternativen. Sketch ist ja ein Tool, das sehr en vogue ist, was aber halt den Nachteil hat, dass es nur auf Mac läuft. Und wir arbeiten in einer gemischten Umgebung, sie hat Windows, ich arbeite mit einem Mac. Deswegen kommt Sketch nicht in Frage. Und dann sind wir auf Adobe XD gestoßen, was den charmanten Vorteil hat, dass es auch eine kostenlose Version gibt. Adobe macht es wohl, um das so zu pushen, um da als Konkurrenz für Sketch einen Fuß auf den Markt zu kriegen. Unser Problem ist jetzt leider momentan, dass vor einer Woche Ihr Laptop verreckt ist. Meiner ist am Freitag verreckt, während der Installation von XD drauf. Meins kurz nach der Installation von XD. Wir hoffen mal, dass das nicht irgendwie ursächlich ist. Wir gehen noch nicht davon aus, dass es ursächlich ist. Und wir wollten jetzt einfach mal, weil wir auch noch am Anfang ziemlich stehen, mit euch reden. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit XD? Gibt es womöglich Alternativen, die noch besser laufen? Gibt es Ergänzungen? Also Zeppelin zum Beispiel haben wir uns schon ein bisschen angeguckt. Deswegen zunächst mal die Frage, wer von euch hat schon mit XD gearbeitet? Okay, das ist ein erfreulich viel. Etwa 7, 8 Hände oder 9 waren es. Wir wollen eigentlich auch gar nicht viel erzählen, sondern wir wollen hier so ein Gespräch machen. Nochmal kurz die Hände hoch, wer hat mit XD gearbeitet? Vielleicht können wir es machen, dass ich das Mikro einfach rumgebe und jeder mal einfach kurz sagt, was sind so seine Erfahrungen mit XD, was findet er gut dran, was findet er schlecht dran und so weiter. Ja? Wir fangen mal an, vielleicht bei Marc. Danke. Ja, ich mache im Prinzip genau das, was du dann machst, also von deiner Seite aus. Und das funktioniert soweit ganz gut. Es gibt ja auch die Möglichkeit, aus dem XD direkt diese Design-Spezifikation dann zu erstellen für die Entwickler, dass man dann einfach online abrufen kann. Und das fühlt sich für mich immer noch so ein bisschen sehr beta an. Das heißt, ohne die tatsächliche XD-Datei habe ich dann wenig Chancen. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich hatte probiert, mit Zeppelin dann nochmal ein bisschen, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, das ist dann am Ende mehr Arbeit. Dann einfach, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr nachdenkt. Also das, was ein Zeppelin dann quasi vorgefertigt liefern kann, hilft einem nicht so weit weiter. Ich denke aber, dass sich XD dann entsprechend auch so weit entwickelt, dass es dann irgendwann so weit ist, dass die Design-Spezifikation, die man da veröffentlichen kann, für den Entwickler dann online, dass das wirklich vollkommen ausreichend ist. Und dann ist es halt auch sehr bequem, weil man hat schon alles vorgefertigt, Assets und so weiter. Das wird dann, fällt halt so raus, wie man das braucht. Und dann geht das wahrscheinlich auch deutlich gemütlicher. Eine Alternative habe ich so noch nicht gesehen, die für mich so gut funktioniert hatte, beziehungsweise dann
wenn ich mit jemandem zusammenarbeite und speziell dann gerade, wenn man das nicht so häufig macht oder so, das ist dann zum Beispiel irgendeine Agentur oder so, man einigt sich dann auf XD, dann funktioniert das soweit schon ganz gut. Also ich würde sagen, aus Designersicht ist XD hilfreich, wenn man Erfahrung hat im Adobe Universum. Ja. Die Shortcuts sind total vergleichbar. Netterweise die gleichen, ja. Man fühlt sich sehr schnell ein. Das ist unterschiedlich bei Sketch. Da braucht man ein bisschen Zeit, um warm zu werden. Ja gut, Sketch kommt für uns ja eh nicht in Frage. Da müsste ich komplett auf Macintosh umstellen, wozu ich A, keine Lust, B, keine Zeit und C, keine Zeit. Kann man auch gut verstehen. Ich finde, dass XD sich auch gut für Wireframes eignet. Vor allen Dingen wegen des Prototypen-Features. Und man kann sehr einfach Formen erstellen und die dann einfach verknüpfen mit einem Übergang. Das funktioniert richtig gut. Und noch vielleicht als ein weiteres, also jetzt irgendwie keine Werbung, aber ein weiteres Produkt neben Zeppelin aus der Entwicklersicht, könnte vielleicht Avocode sein, wo man verschiedene, das ist eine Online-Plattform, auch wo man verschiedene Dateien hochladen kann und die dann aus Entwicklersicht ganz gut inspizieren kann. Wie heißt das? Avocode, so wie Avocado, nur mit Code Avocado. Anstatt Avocado. Ach so, Avocado. Nicht Advocat. So, ja? Ja, genau. Das ist eine Ergänzung? Das ist eine Online-Plattform und das gibt es auch als Desktop-App, wo man Sketch-Files und XD-Files und ich glaube noch andere Formate, PSD wahrscheinlich, hochladen kann und dann eben in der App zum Beispiel Farben picken kann oder Abstände oder sowas. Okay. Ja, hallo, ich arbeite mit Windows und mache... Mit Windows, also dafür kommt für mich Sketch nicht in Frage. Ja. Ich habe verschiedene andere Tools probiert, bin dann relativ früh in der Beta-Phase auf XD gestoßen und habe das da eigentlich lieben gelernt, weil es doch, abgesehen von den Bugs, die es damals noch hatte, schon eben auch durch die Shortcuts sehr intuitiv bedienbar war, wenn man Photoshop gewohnt ist und so. Und was mir gut gefällt, ist das Wireframing, was man damit schnell erstellen kann, die Reihen, die man bauen kann, das Prototyping, was dann daraus entsteht. Man kann die Sachen freigeben lassen vom Kunden direkt mit Kommentaren, eben online in eine Cloud gelegt. Das macht es relativ schnell. Was ein bisschen vielleicht umständlich ist, was mir noch nicht so eingängig ist, sind so diese Sachen, wenn man Symbole definiert in einem anderen Dokument, wo die verknüpft sind. Das ist nicht so ganz... finde ich intuitiv, aber ich kenne jetzt kein besseres Tool und nutze es halt sowohl zum Design als auch zur Freigabe und dann auch zur Umsetzung selbst. Ja, ich mache Grafikdesign damit auch und habe aber auch gemerkt, dass viele Konzeptioner damit arbeiten. Bei uns war das so speziell, wir haben sehr früh mit XD gearbeitet, als das noch nicht ganz ausgereift war. Dann sind wir dann aber auch aus dem Grund, dass es halt plattformübergreifend ist, das ist glaube ich auch immer noch so ein bisschen das Hauptargument, PC und Mac dann sind wir aber dazu übergegangen, Sketch zu nutzen, weil uns das dann als ausgereifter erschien. Mit beiden kann man ja sehr gut Prototyping machen. Ich finde auch die, wenn man beides so ein bisschen ausprobiert hat, es ist so ein bisschen das gleiche Prinzip, also ich habe auch mal gedacht, der eine hat vom anderen geklaut, so ein bisschen, das ist, glaube ich, so sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, die jetzt will ich aber XD auch nochmal eine Chance geben, weil XD sich, glaube ich, auch weiterentwickelt hat. Und bei Sketch gab es halt auch viel so Plugins, die viel erledigt haben. Manche machen damit auch ganze Style Guides, leiten die da raus ab oder ganze Module, die dann fürs Frontend ganz gut zu verwerten sind. Sowas finde ich immer ganz wichtig, aber ich glaube, das ist jetzt mein Verdacht, deswegen habe ich mir jetzt XD auch nochmal angeguckt und lege da nochmal mit los, obwohl ich Schwerpunkt Sketch hatte oder habe, dass man XD da nochmal eine Chance geben soll. Und es wird ja auch weiterentwickelt.
Und mich würde so interessieren, ich glaube aber, Sketch ist immer noch verbreiteter, kann das sein? Also ich höre es nur, wenn ich so danach frage, dann sage ich, ja, ich arbeite mit Sketch, ja, wie gesagt, kommt für mich nicht in Frage. Ja, ist auch mein Eindruck, ja. Deswegen auch die Verzweiflung, jemanden zu finden oder überhaupt mal ein bisschen Austausch über XD, es gibt es fast gar nicht bisher. Gut, das Programm ist ja auch relativ jung, ne, es ist, glaube ich, gutes Jahr oder so. Ich fände es auch gut, wenn diese Konkurrenzsituation bestehen bleibt und Adobe das nicht irgendwann auch platt macht oder aufkauft und dann gibt es wieder nur eine Software, die sich vielleicht nicht weiterentwickelt oder so. Ja. Also ich fände es ganz gut, wenn die beiden so nebeneinander bestehen bleiben, weil sonst gibt es für mich da keinen Fortschritt. Ich allein werde es auch nicht schaffen, das auszuhebeln, das kann ich versprechen. Also wenn ich mich für XD entscheide. Aber es ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man das Adobe-Universum halt kennt. Ich meine, welcher Designer arbeitet nicht damit? Das gibt es praktisch nicht. Ne? Dann hast du natürlich weniger Probleme, klar. Ne? Also ich brauche die Tools relativ selten. Bin eine Sketchfrau. Was ich an XD mag, ist genau das, es kennt meine Shortcodes aus den restlichen Adobe-Programmen. Ansonsten finde ich es relativ wenig handelbar. Also ich finde es unpraktisch immer noch. Aber das liegt einfach daran, dass wenn man sich in ein Universum mal reingearbeitet hat, dann kommen einem andere Universen immer etwas komisch vor. Ja, wobei, das kann ich so ein bisschen bestätigen. Also ich suche da doch ewig lang, es gibt gar nicht so viele Funktionen, aber man sucht sich wirklich blind, wenn man so bestimmte Dinge, ich habe jetzt einfach nur mal die Unterstreichung, wollte ich ein bisschen den Abstand zwischen Buchstabe und Strich ein bisschen vergrößern. Ich habe es nicht gefunden. Also das ist, ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich gibt es nicht oder soll es nicht geben oder es ist noch zu speziell, aber das kann ich so bestätigen. Also es ist echt nicht so einfach zu finden. Also ich nutze Adobe XD für die App-Entwicklung, dort vorrangig fürs Prototyping. Finde das auch sehr mächtig, weil Kunden dann häufig den Eindruck haben, ach, die App ist ja schon fertig. Ja, das sieht... ist auch gefährlich. Genau. Was mich ein bisschen stört, ist, vieles finde ich unintuitiv und gerade wenn man selber nicht Designer ist, sind mir da zu wenig Vorlagen drin. Also ich musste mir dann selber Icons irgendwie zusammenbasteln und da das jetzt nicht so gerade mein Steckenpferd ist, dauert das dann einfach auch viel zu lange. Das verstehe ich noch nicht so richtig, warum ich nicht sagen kann, okay, ich binde jetzt da ein Icon-Set von 1000 Vektorgrafiken ein und nutze die einfach, weil es müsste ja gehen. Vielleicht geht das auch und ich weiß es nur nicht, keine Ahnung. Und so ein paar andere Sachen einfach so in den Workflows. Das ist halt vieles so ein bisschen zu vorgefertigt, finde ich. Also gerade so diese Loop-Raster-Frames, wenn ich da Listen anzeige und so, dann habe ich wenig Macht, irgendwie da noch irgendwie was zu variieren. Aber an sich, wie gesagt, ein schönes Tool, um einfach schnell irgendwie was visuell hinzubekommen und dass der Kunde einfach in so einem agilen Prozess auch mitleben kann. Dafür ist es halt sehr, sehr gut geeignet. Was anderes kenne ich übrigens auch nicht. Gut. Ja, total. Ich selber benutze keins von beiden. Ich kenne es nur von den Kollegen, die halt eben... hauptsächlich mit Sketch arbeiten. Wir haben jetzt auch vor gar nicht allzu langer Zeit umgestellt von Photoshop auf Sketch. Ah. Und jetzt haben wir auch ein, zwei Kollegen, die schon sagen, ja, XD ist jetzt vielleicht auch nicht verkehrt. Ne? Das ist eine geile Situation. Aber was jetzt auch neu für mich ist, ist im Grunde genommen, dass ihr ja auch alle oder ein paar von euch gesagt haben, ihr macht auch Wireframes mit XD. Wir machen Wireframes hauptsächlich mit Balsamic, weil du da auch sehr viele Elemente vorgefertigt hast, die du nutzen kannst. Was mir jetzt nicht so ganz klar ist, ich war bisher immer davon ausgegangen, dass man bei Sketch kann ich ja so globale Elemente, so Symbole machen, wo du zum Beispiel ja sagen kannst, ich mache einen Button, der ist jetzt grün, ne? Und den Button baue ich überall ein und wenn er rot sein soll, mache ich den rot, dann ist er überall rot. Das geht auch bei XD mittlerweile? Ich glaube schon, ist das richtig? Ja. Okay. Also zumindest geht es mit Schrift, wie ich neulich versehentlich bemerkt habe. Also, okay. Ich
ich wollte nur die eine Schrift ändern. Aber das habe ich, das ist beispielsweise eine Sache, die mir auch noch nicht so ganz klar ist, inwieweit man erreicht, dass man entweder nur diese Schrift da ändert oder dass alle mit geändert werden. Da gibt es bestimmt beide Möglichkeiten. Ich denke, das hat damit zu tun, ob man die Felder rüber kopiert, verknüpft, keine Ahnung. Ja. Aber das ja, das gibt's ja. Ja. Hat denn jemand noch von euch auch Erfahrungen mit Balsamic gemacht bei Wireframe? Unterschied zu XD? Ja, ich glaube, der Unterschied ist, dass, wenn ich mich richtig erinnere, hast du im Balsamic ja ziemlich vorgefertigte Elemente und die sind ja so scribblehaft. Okay. Und das müsstest du halt sehr aufwendig nachbilden, wenn du diesen Stil haben möchtest in XD. Du hast dann, sonst hast du halt eher Kästen und Kreise und Grundformen. Okay. Direkt dazu? Ich setze in meinem Projektteam XD seit ungefähr einem Jahr ein. Ungefähr seit einem Jahr setze ich XD im Projektteam ein. Mit Product Owner, Designern, Developer. Das einheitliche Austauschformat ist, glaube ich, das Wichtigste, dass jeder kann schnell drauf gucken. Man kann das auch in Git mit reinlegen. Man kann es mit der Entwicklung einfach mal mit ablegen. Man kann es mit... Also die Developer haben ja oft dann keinen Photoshop, um die Dateien zu öffnen. Das sind so Sachen, auch der Developer kann nochmal reingucken, kann sagen, zu dem Git-Stand war das Design da dran. Also das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Mit den Wireframes habe ich auch gemacht. Und zwar war der Trick, den ich dann genutzt habe, man kann Icon-Sets importieren. Genauso wie für App-Entwicklung gibt es ja dann auch so Icon-Sets aus oder Style-Guides oder wie sich die nennen, von Apple und Co., dass man da dann schon Elemente hat, die man sich rüberzieht. Und das gibt's, glaube ich, auch für so Scribble-Geschichten. Also die kann man importieren und ist dann nicht so wie bei Balsamic, dass es einfach so einrastet, aber man kann trotzdem die Elemente platzieren. Und ich glaube, ich nutze noch nicht alle Funktionen aus und ich glaube, wenn wir vielleicht 2-3 Funktionen einfach mal durchgehen, so Key-Funktionen, weil es, glaube ich, auch noch sehr neu gibt und jeder hätte vielleicht schon irgendwas gefunden, wo er sagt, boah, das ist total cool an der Software und zum Beispiel, dass man die Abstände da rausziehen kann online, das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen und jeder hat, glaube ich, da auch so ein bisschen Vorsprung, weil es da noch nicht diesen einen Guide gibt, wo man sagt, boah, das kann das und jeder weiß es, weil es halt noch so neu ist. Ja. Vielleicht kann man da nochmal sammeln oder wir klicken mal 2-3 Sachen durch, wo jeder sagt, ach, hier rechts, da ist eine total coole Funktion, wenn ich die immer rüber kopiere, das habe ich auch noch nicht gewusst, dass man Buttons irgendwie kopieren kann, was passiert denn da wirklich und so weiter. Das glaube ich, das Wissen der Schwarmintelligenz heute. Ja, das genau deswegen sind wir hier. Ja, ich stehe zwar hier vorne, aber ich bin eigentlich nur der Klickfinger, weil, wie gesagt, die beiden Laptops kaputt sind. Ich habe das schnell installiert heute und mein Rechner geht noch. Also es muss, also ich denke es... Also bei mir hat ungefähr 12 Stunden gedauert. 12 Stunden, okay, ich werde berichten über Twitter. Ich kann das super nachvollziehen mit der komischen Benutzer, aber nicht intuitiven. Ich arbeite mit Adobe, seit es das gibt, also Photoshop 1, 2 oder sowas, keine Ahnung. Und ich kenne das Adobe-Universum sehr gut in anderen Sachen, also Print und Web und Video und so weiter. XD habe ich dann auch installiert, weil ich dachte, hey, ist eine geile Idee, probierst du mal, darf man es sagen in WordPress-TV? Na, ist egal. Tolle Idee, meinte ich. Und habe sofort wieder deinstalliert, weil ich dachte, nee, das ist, also ich habe nichts gefunden und so. Es gibt, ich weiß nicht, ob jemand den kennt, Terry Wyatt, der macht sehr viel aus den USA, der macht sehr viel so englische Live-Tutorials und so weiter. Der zeigt das immer und das sieht immer so unglaublich einfach aus. Dann probierst du es und denkst, und genau was du auch, also ich finde überhaupt nichts und denke immer, es kann doch nicht sein, es muss doch irgendwo geben. Und ich bin dann aber auch jemand, der nicht die Geduld hat, weil ich einfach schneller weiter unwichtig und ich habe das sofort wieder deinstalliert. Und seitdem nicht mehr angeguckt, jetzt habe ich es gerade installiert. Das heißt, wenn wir hier so eine Klickrunde machen, von mir aus gerne, dann müsst ihr sagen, wo ich klicken soll. Ja? Okay, gut. Das Mikro piekst. Nein, alles gut. Ja, ich weiß, es ist irgendwie verrutscht, ne? Ja, ist egal, wenn man mich versteht, dann. Also dann könntest du jetzt ja zum Beispiel mal diese Seite zeigen, wo man diese Templates herausladen kann. Die findest du in Adobe XD, ich glaube im Dateimenü, da gibt es dann Import und wenn du das aufrufst, landest du auf einer Webseite, wo es Templates gibt zum Herunterladen. Das war auch das, glaube ich, was du gerade meintest, dass es da eben auch diese Icon-Sets gibt.
die mir wiederum nicht ausreichend sind. Also das ist irgendwie vom Umfang her irgendwie zu gering, aber können wir uns gerne mal angucken. Da oben. Du musst erstmal eine Seite aufmachen wahrscheinlich. Das brauchst du was machen, ja. Dass du da hinkommst. Genau. So, echt? Und dann hier im Menü, meine ich. Ja, das weiß ich. So, und dann importieren. Nicht zu dicht dran, weil sonst... Da? Ja. Ah, da, ja. Und welches? Wireframe oder was? Kannst du mal auf weiter klicken. Zu spät. Ah, okay. Moment. UI geht so hoch. Wireframe? Ah, weitere. Alles klar. Ah, der Tritt war auf der. Und damit erstmal anzufangen, ist, glaube ich, ein guter Start, weil einfach irgendwie mit einem Blank Screen da anzufangen, bringt einen überhaupt nicht weiter. Also ich glaube, damit irgendwie zu starten, um da erstmal so ein bisschen für Gefühl zu bekommen, mit halbfertigen Sachen anzufangen, das ist, glaube ich, ein guter Weg. Mhm. Also wäre mein Tipp. Und jetzt lädt man hier was runter einfach. Ja. Genau. Jetzt war wieder da. Okay, da hätten wir auch, hier waren wir hier schon. Ist egal. Ist egal was oder wie jetzt? Also ihr müsst mir helfen, ich habe keinen Dunst. Ja. Sowas hier? Ich klicke nur, nochmal. Ja, ich nichts wissen. Wir schaffen das okay, noch. Okay, danke fürs Speichern. Ja. Gut, letztendlich denke ich mal, kann man fast alle Dateiformate irgendwie importieren, also ob jetzt Vektorgrafik oder Bilder oder so, also das ist ja kein Problem. Wie man das jetzt macht, ob man sich Vorlagen nimmt, das ist ja generell so bei Adobe. Du hast eigentlich nichts Vorgefertigtes, aber du kannst hier praktisch alles irgendwie dazu ziehen. Nix? Doch, Raketentechnik funktioniert. Ah. Ui. Da kennt ihr jemanden Foren, wo solche Sachen getauscht werden? Genau, da war ich auf der Suche. Also Forum habe ich nicht gefunden zu XD. Also ein englischsprachiges in Nepal oder irgendwie so. Und Entschuldigung. Ich habe mal eine Zwischenfrage. Benutzt eigentlich jemand Zeppelin im Zusammenhang mit Sketch oder sowas? Kennt das jemand? Also das ist eigentlich ein sehr gutes Collaboration-Tool mit Designern und Codern. Also da exportierst du die ganzen Style-Guides und solche Geschichten. Also es ist sehr, sehr gut. Also wenn ihr das mal angucken wollt, das kannst du auch für XD benutzen, kannst du mit Sketch benutzen oder sonst was. Also das ist ein Zusammenspiel, es ist ein sehr starkes Tool zusammen mit Designern und Codierern. Das also war Zeppelin. Zeppelin, also ja, wie Zeppelin. Okay. Das hatten wir uns ja auch angeguckt davor. Ne? Mhm. Also schaut euch das mal an, das ist wirklich. Ich will mal kurz das Mikro nur, Sekunde bitte, ich will nur kurz hier was zu sagen. Ja. Der Jay, der hat mal bei einem WordCamp in Berlin sozusagen A gesprochen, B gesponsert, also Adobe. Und von ihm weiß ich, dass er in diesem XD-Team drin ist, also zumindest aus deutscher Sicht. Ich habe ihn jetzt natürlich nicht gefragt, aber ich denke, ihr könnt ihn jederzeit kontaktieren. Der ist extrem Social Media affin und kontaktfreudig und der hat sicherlich, wenn man das möchte, jede Menge Tipps für Foren, für Austausch und so, und der ist auch empfänglich für, das ist blöd, könnte er das nicht anders machen. Also der wäre, glaube ich, ein guter Ansprechpartner dafür. Ja, ich wollte noch eine Anmerkung loswerden zum Thema Wireframing. Es ist ja so ein bisschen eine Situation, hängt von der Brettstärke des Projekts ab natürlich. Wenn es jetzt um ein Einfamilienhaus geht, würde wahrscheinlich ein Architekt auch nicht mit Lego anfangen, um das aufzubauen. Das, was wir eigentlich ja vorhaben, idealerweise wäre, dass wir vielleicht sogar Prototyping in WordPress machen, dass wir etwas bauen, was der Kunde sich anschauen kann, was der Kunde für gut befinden kann, und man drückt einen Knopf und es kommt ein WordPress-Team unten heraus. Jetzt mal die Schneidmarke, Werbeblock, es gibt so ein Tool, das nennt sich PineGrow und ist genau eigentlich ein Theme mit der Maus bauen, einen Knopf drücken und es kommt ein WordPress-Theme unten raus. Ein interessanter Ansatz, spart vielleicht die Lego-Steine. Für den kreativen Prozess sind solche Tools wie XD oder
die anderen vielleicht schon eine Überlegung, aber man muss eben sehen, dass man mit Lego baut, das dem Kunden zeigt und dann geht der Entwickler dabei und nimmt Mörtel und Mauersteine. Ja gut, auf der anderen Seite ist es ja nicht so schlau, etwas zu entwickeln, dem Kunden zu viel Arbeit zu investieren, dem Kunden zu zeigen, der sagt, nee, also das wollte ich ganz anders haben. Von daher, genau, also für die Entscheidungsfindung sind die Wireframes und die Legos schon der richtige Weg. Also da wüsste ich jetzt. Ein Vorteil hierbei ist eben, dass man direkt auf dem Weg zum Endprodukt ist und einfach das WordPress-Theme ist ein Klick entfernt. Früher gab es so Dinge wie Artist-Tier, die grausig sind, von dem her, was am Ende rauskommt. Und das hier ist wirklich schlank, das ist CSS, das ist SAS, das ist PHP. Also insofern eine ideale Lösung. In dem Zusammenhang wollte ich noch fragen, es gibt von Adobe sogar so ein Forum, wo es User-Input gibt, also so quasi in Form von Feature-Requests. Hat da jemand Erfahrungen gemacht? Also ich hatte da mal reingeschaut, da kann man als Adobe-User, als XD-User schreiben, die und die Funktion fehlt mir, könnt ihr die bitte einbauen? Hat da jemand Erfahrungen mit? Okay, nicht, schade. Sagen wir mal so, ich habe... Mikro. Im Blick auf XD nicht, aber im Blick auf andere Adobe-Produkte und meiner Erfahrung nach sind diese Foren völlig sinnbefreit. Also manchmal hilft es, so ein paar Verkaufsmanager für ein bestimmtes Produkt zu kennen. Und wenn man die dann mit einer Gruppe von Leuten ausreichend nervt, dann passiert manchmal was. Ich habe das für Photoshop mal durchexerziert. Aber Adobe hört nicht sonderlich gern auf seine Kunden. Also ich habe da ein bisschen reingelesen, also ich glaube bei XD scheint es zumindest im Moment noch anders zu sein, weil es ja ein Produkt, naja gut, Photoshop gibt es nun schon ein paar Jahrzehnte quasi, XD gibt es jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr, also ich habe schon den Eindruck, dass die gerade da im Hinblick auf Konkurrenz zu Sketch da noch sehr auf ihre User hören, also deswegen fände ich das auch interessant. Also ich will das auf jeden Fall auch mal testen in den nächsten Wochen. Sonst Anmerkungen? Ist vielleicht jemand schon ziemlich XD erfahren und könnte hier einfach mal was vorführen oder so und andere könnten Fragen stellen? Also wir haben ja noch Zeit. Also was mich speziell interessiert, vielleicht hat da jemand schon Erfahrung. Ich habe das Design bauen in XD fällt mir jetzt nicht so schwer, weil das ist kann man quasi aus InDesign so rüber. Genau, wie macht ihr das? Layoutet ihr erst mit den gewohnten Programmen, importiert das dann zu XD? Also das finde ich jetzt nicht so schwer. Wo ich noch wirklich so ein bisschen, was ich sehr sperrig finde, sind diese funktionellen Sachen. Also beispielsweise einen Link setzen. Ist nicht schwer, wenn man die beiden Seiten angelegt hat. Also wenn ich, was weiß ich, von einer Seite in XD zur anderen verlinke, das geht problemlos. Aber ich baue jetzt gerade einen One-Pager. Und wenn ich vom Menüpunkt oben nach unten hin verlinken muss, geht nicht. Weiß das jemand zufällig? Also wer hat da mit diesen funktionellen Sachen einfach Erfahrung? Das ist, also ihr baut quasi alle nur Layouts und die so gesehen aber nicht funktionieren oder wie macht? Ich hatte mir jetzt irgendwie versprochen, das funktioniert dann auch ansatzweise so wie eine Webseite. Also ich kann hier draufklicken und komm, das springt zu einer anderen Seite und so, aber das ist irgendwie nicht so. Anmerkungen? Alle gucken ratlos. Na, einer weiß was. Naja, eine One-Page ist vielleicht ein spezieller Fall, weil... Ja, ja, schon, aber ich meine, so genau. Speziell ja nun auch wieder nicht. Nein, natürlich nicht. Na? Ich habe jetzt die neueste Version noch nicht benutzt, deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht inzwischen eine Funktion ist, die da ist, aber ich glaube nicht, dass man von einem Punkt zu einem anderen Punkt scrollen kann, sozusagen. Ja. Also das ist dahin, klar, wie es beim One-Pager halt ist. Vielleicht geht es auch, ja. Ich höre gerade hier von rechts, dass das möglicherweise geht. Ah, wenn jemand weiß, wie. Genau. Du musst irgendwo einen Anker setzen und dann eben auch. Ja. Ja. Das ist ja das, was hinterher im HTML rauskommt. Ja. Ja gut, das hat ja nicht funktioniert so. Also da muss es schon irgendwie einen Trick geben. Es funktioniert jedenfalls nicht so, wie man zu einer anderen Seite verlinken kann. Ja, doch, bitte die Anmerkung nochmal fürs Mikro, weil sonst hat im Video nachher keiner eine Chance.
Ja, ob diese Anmerkung jetzt sinnvoll ist, weiß ich nicht, weil ich es eben nie so machen würde. Aber die Logik, die hinterher im Code rauskommen muss, ist, es wird auf einen Anchor verlinkt. Das heißt, der Anchor muss irgendwie gesetzt werden. Aber wie das in XD geht, schlag mich. Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen oder wichtigen Anmerkungen, die wir hier teilen oder behandeln können? Ich meine, es hat auch niemand was dagegen, wenn wir ein bisschen früher wieder zum Kaffee kommen. Du wolltest noch was? Ja. Und zwar glaube ich, dass, also so wie ich das immer vom Workflow her gemacht habe, bezüglich des Prototyping in XD, glaube ich, dass es Sinn machen kann, nur die Funktionen wirklich funktional zu machen, die außergewöhnlich sind. Denn jeder kann sich ungefähr vorstellen, was passiert, wenn man auf einen Menüpunkt auf einer One-Page klickt und man dann eben nach unten scrollt. Ja, aber es wäre natürlich schön, wenn man das auch sehen könnte, klar. Weil ich muss dann ja wieder mit dem Programmierer reden und ihm sagen, das ist ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber exakt diese Workflows wollten wir natürlich gerne vereinfachen, ne? Weil das dann sagst du was und schreibst es und hast es an 1000 Stellen. Deswegen wären gerade diese Sachen eben auch nicht, und natürlich ist klar, dass, ne, wie es da funktionieren soll, aber ich kenne das mit dem Prototyping und kann das empfehlen, dass man das eher nur so macht, dass man sich vorher in so einer Art Klickstrecke überlegt, um das Design so beispielhaft vorzuführen. Mhm. Also indem man sagt, so, und wenn ich das mache, dann komme ich da hin, und wenn ich das, ich wäre, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, dass komplett alle Funktionen, dass das abbilden muss, sondern ich will eigentlich nur zeigen, wenn ich da hingehe, dann würde das Menü so aussehen, und wenn ich da drauf klicke, komme ich zu der Detailseite, die würde dann so aussehen, und da unten habe ich einen Kontaktbutton, dann gehe ich dann da drauf und so sieht dann die Kontaktseite aus, also indem man eigentlich die einzelnen Screens miteinander verbindet und das dann auch so online stellt und für den Kunden dann am besten auch diese Klickstrecke irgendwie vorgibt, weil man sonst viel zu viel Zeit damit verliert, jedes Detail funktionsfähig zu machen. Das sagt dann auch gar nicht so viel mehr für das Design aus, über das Design aus. Und dann würde ich nochmal empfehlen, ich würde nicht... Also wenn man sich für Sketch oder für XD jetzt entscheidet, ich würde nicht den Fehler machen, nur weil man früher mit Photoshop oder mit InDesign gearbeitet hat, da irgendetwas vorher zu machen, sondern ich würde sofort mit XD loslegen oder sofort mit Sketch. Okay, ich würde nichts grob vorbereiten. Das muss man sich, glaube ich, relativ schnell abgewöhnen, weil diese Programme, also XD und Sketch, absolut dafür spezialisiert sind, dass man sofort Webdesign oder sofort Wireframes damit macht. Und da würde ich, glaube ich, mich gar nicht in so vielen Programmen verlieren. Also wahrscheinlich kommt man wirklich dann mit einem aus und wird dann da auch immer besser. Hat sich so ergeben, weil in InDesign war die Seite schon gebaut. Ich übertrage sie, das hilft natürlich auch so ein bisschen für das erste Projekt. Also. Kennt jemand noch Fireworks? Damit habe ich Webdesign gemacht und dann irgendwann wurde das eingestellt und dann haben alle mit Photoshop Webdesign gemacht. Das fand ich immer so ein bisschen grauslich und InDesign fand ich da auch nicht besser. Und dann war ich irgendwann froh, dass es Sketch und XD gab, weil man braucht, glaube ich, spezialisierte Programme und man muss weg von dem Print. Ja, also das finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Weil die große Enttäuschung war, man sieht dann immer anders aus, wenn man es am Bildschirm hat. Also dass man mit InDesign ist eigentlich eher Print dann ganz gut. Keine Frage. Sketch und XD. Ja, also eigentlich eher mit Sketch, aber wie gesagt, ich fange jetzt mal wieder mit XD an. Okay. Aber du bevorzugst schon, also wenn du das jetzt noch so im Hinterkopf hast, XD und Sketch, bevorzugst du also Sketch? Zur Zeit eigentlich noch, weil ich jetzt auch ein bisschen geübter bin, Sketch. Aber das ist unfair, weil ich habe XD zu einer Zeit kennengelernt, als das noch so ein bisschen buggy war. Und jetzt ist das halt viel, viel besser geworden. Und ich glaube, das sollte man jetzt nochmal ausprobieren. Bist du? Nicht wirklich, glaube ich. Also weil hier gibt es Scroll-to-Anchor-Link. Ja. Ich habe kein Mikro. Ja. Ja, genau.
Frage an die Sketch-Leute, wie unterstützt Sketch denn responsives Design? Weil das macht XD ja quasi auch nicht. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Anforderung habe, dass ich ein Bootstrap-Design umsetzen möchte, 16 Spalten oder was, das kann XD ja nicht. Das ist quasi ein fertiges, statisches Bild. Das heißt, ob ich das irgendwie kleiner oder größer in der Breite mache, hat keine Änderung. Ich kriege einen Scrollbalken dazu, ja. Das wäre etwas, was für mich ganz essentiell ist für so ein Sketching-Tool letztendlich, dass ich sagen kann, okay, wie sieht das quasi auf einem iMac in 27 Zoll aus, wie sieht das irgendwie in Full-HD-Auflösung aus, wie sieht es auf einem Tablet aus, wie sieht es auf einem Mobile-Phone aus, und ich will ja nicht irgendwie für 5 verschiedene Display-Anzeigen irgendwie 5 Designs anlegen. Ja. Ja gut, das ist natürlich immer ein bisschen die Frage, wie man arbeitet. Ich will das, weil unter Umständen sieht das Layout auf einem, ich sag mal, iPhone ja doch ganz anders aus. Klar, dass man die Bilder schmaler machen muss und so, klar, dass der Text nach unten rutscht, manche Dinge sind einfach so. Aber ich habe jetzt beispielsweise bei meiner Webseite mich bei einer Seite dazu entschieden, dass ich 2 Bilder nebeneinander haben möchte und nicht, dass alle in eine Reihe klacken, wo sie auf dem Desktop in 4er Reihen sind und so. Also ich bin halt Designerin und entscheide sowas selbst, von daher wäre das jetzt auch nicht mein Anspruch, ne, dass man auf den Knopf drückt und das wird automatisch responsive. Würde ich jetzt nicht so unbedingt wollen. Aber gut, das ist. Ich glaube auch nicht, dass es geht. Oder geht das, dass man das so anlegt? Für Sketch gibt es ein Plugin oder vielleicht sogar mehrere, wo man so gewisse Constraints setzen kann. Also da kann ich sagen, also dieses Element, das soll immer in der Mitte bleiben, dieses soll immer links und der Abstand soll so sich verhalten. Und dann kann man das, soweit ich weiß, nicht fluide hin und her schieben, aber man kann dann sagen, ich möchte jetzt dieses Design kopieren auf einen größeren Screen, und hat man schon die Elemente so ungefähr, wie man sich das vorstellt. Aber nur so ungefähr, man muss dann schon noch eingreifen, und bei XD gibt es das wahrscheinlich gar nicht. Oder? Aber ich habe nämlich auch danach gesucht, weil bei einfachen Seiten kann man es ja durchaus so machen, ne? Dass 3 Bilder nebeneinander dann untereinander sind und so, ist ja eh logisch dann. Also tatsächlich so... so ein Framework wie Bootstrap kann man in XD nicht wirklich abbilden. Also da muss man tatsächlich verschiedene Layouts anlegen. Es gibt ja diese Responsive-Funktion, zumindest in der Breite, dass was mitwächst oder sich zusammenschiebt. Aber dass eben aus einem zweispaltigen Layout ein einspaltiges wird, das geht nicht. Nee, ich rufe noch mal Seiten auf, in dem, wo ich denke, es macht Sinn. Oder google da schnell, damit man noch was zum Gucken hat. Also es scheint irgendwas zu geben. Vielleicht nur eben zu dem Workflow, den wir machen. Also wir bilden eigentlich auch immer nur die größte Auflösung und die kleinste ab. Also wir machen keine Tablet-Zwischenlösungen nochmal oder sowas. Und bei uns sind das in den meisten Fällen auch, ich sag mal, starre Wireframes oder starre Layouts, die rauskommen, wo der Kunde dann noch ein PDF bekommt mit dem Kürzel hinten Desktop oder Smartphone. Wir sind jetzt auch noch nicht an dem Punkt, wo wir irgendwie sagen müssen, wir müssen quasi das Layout so responsiv oder mit Breaking Points irgendwie den Kunden ausliefern, dass er das so absegnet oder so, weil bisher hat es immer sehr gut geklappt, dass der Kunde sich sowohl die große Version angeguckt hat, gesagt hat, ja, die ist okay, und dann auch das Worst Case auf dem Smartphone hat er auch gesagt, ist okay, und das Tablet ist ja meistens das, also die Tablet Layouts, bei uns ist das teilweise wirklich so, dass die eher näher an dem Smartphone Layout dran sind als am Desktop Layout. Und also vielleicht kann man da so ein bisschen entnehmen, dass wir im Grunde genommen gar nicht so viele Varianten anbieten, du kannst auch nicht ein Layout anbieten mit 30 Stunden, das zumindest wir nicht. Und ja, gut, dass man jetzt nicht grundsätzlich am Tablet ein anderes Layout, das ist schon klar, es ist eine Zwischenstufe, ne, aber trotzdem hast du ja manchmal wirklich Abweichungen. Allein die Platzierung des Logos ist ja im Smartphone oft eine ganz andere als auf dem Desktop. Also ich kann das auch nachvollziehen, ich mache auch nicht alle Varianten. Bei mir ist allerdings eher das Tablet mehr Richtung Desktop, aus meiner Erfahrung, weil ich hasse das auf dem Tablet, wenn ich es quer habe, hasse ich dieses Hamburger-Menü. Das nervt mich total bei den Seiten. Aber gut, das ist jetzt so eine Kleinigkeit. Also ich arbeite zum Beispiel auch wieder ganz anders, weil ich benutze überwiegend Illustrator. Seit es diese Pixel-Vorschau gibt, ist das sehr gut. Und mittlerweile sind ja auch die Bildschirme und die insbesondere die mobilen Bildschirme so gut und so hochauflösend,
dass es schon fast mit Print vergleichbar ist. Teilweise ist es ja sogar höher als die Auflösung beim Print. Und deshalb kann man damit auch sehr gut arbeiten, ohne irgendeine Funktionalität reinzubringen. Das können sich also eigentlich meine Kunden alle vorstellen. Was auch irgendwer gesagt hat, wenn da ein Menü ist, dann kann man da raufklicken. Es ist irgendwie, also jetzt, ja, also ist ja schon fast so weit, dass die Leute wissen, dass man aufs Logo klicken kann. Noch nicht alle, aber viele wissen das schon. Egal, das ist so mein, und der Vorteil davon ist, dass ich im Illustrator eben auch sofort meine Sachen als SVG abspeichern kann, was ich auch immer häufiger mache, auch nicht bei allen, aber bei vielen Sachen, so selbstgezeichnete Anfahrtskizzen, wo die Leute einfach nichts erkennen können, wenn das als GIF oder so drin ist, sondern einfach, man kriegt die Sachen schneller auch wieder raus. Und man kann mehrere Seiten anlegen und. Also ich finde Illustrator ein sehr schönes Tool. Es gab auch mal andere Tools wie Freehand. Die gibt's nur eben nicht mehr. Das ist das Gleiche, was jetzt einige befürchtet haben mit Sketchnote und XD. Aber also und wie gesagt, ich komme damit sehr gut klar eigentlich, weil es, aber ich komme auch aus der Design-Ecke, wie gesagt, und deshalb ist für mich Illustrator täglich Brot. Da muss ich nicht nachdenken, wie ich arbeite, was ich bei XD müsste. Und vielleicht nochmal ganz kurz. Es gibt sicherlich viele Tools, die möglich sind. Jetzt fürs Wireframing finde ich schon, es ist eine Empfehlung des XD, weil es wirklich extrem, wenn man sich mal eingearbeitet hat, schnell ist. Mhm. Und für eine Konzeption, also wenn man sich vorher Gedanken macht, wie das Layout in der Struktur aussehen soll, mobile oder eben Desktop, dann fände ich es schon wichtig, dass man da ein Wireframe vorher macht und mit Legos baut, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit so einem Theme Designer da so schnell zu einem Ergebnis kommt und das auch wieder verwirft und neu ansetzt. Mhm. Man ist ja im Austausch mit dem Kunden, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Alternative dazu gibt, wenn man wirklich das Konzept von Grund auf mit dem Kunden bespricht und da eben erstmal die Basis legt, um dann ins genauere Detail zu gehen. Also ich fände, also Lego bauen jetzt einen schwierigen Vergleich so für Konzeptionierung. Ja, ein ganzes Haus hinmauern und dann sagt der Kunde, das will ich aber nicht, so wäre echt blöd. Also von da. Ich habe noch, wir sind glaube ich gerade durch, ich hätte noch eine Abschlussfrage oder Abschluss, aber bitte. Ich wollte auch gerade Abschlussfrage sagen. Für mich wäre interessant, einfach eine Abstimmung sozusagen, wer Mobile First macht und wer Mobile Last macht. Wer macht Mobile First? Manchmal. Und die anderen machen dann sowohl als auch oder Mobile Last oder wie auch immer? Okay, danke. Also meine Abschlussfrage oder Anmerkung wäre, wie präsentiert ihr euch das den Kunden? Ich meine, es ist einfach, wenn man hinfährt mit einem Laptop und dem Kunden das zeigt, XD. Aber das habe ich zum Beispiel auch noch nicht rausgekriegt. Wenn ich möchte, dass der Kunde sich das einfach anguckt, ohne dass ich gerade die Möglichkeit habe, da vorbeizufahren, weil meine Kunden sind meist nicht in Hannover. Was ist da am besten? Und kann man das machen? Ist das einfach für den Kunden? Ich glaube, das kann man ganz einfach beantworten, dass man es nicht pauschal beantworten kann. Das kommt drauf an. Also wir haben viele Kunden, die haben keine, ich wollte jetzt schon sagen Intelligenz, kein Vorstellungsvermögen. Da musst du hinfahren. Da musst du hinfahren und da musst du vorher auch kalkulieren. Ich muss da zweimal hinfahren und da ist das Layout teurer. So. Ja. Und dann haben wir aber auch Kunden, da schickst du ein PDF hin. Also das sind eigentlich die zwei Versionen. Entweder wir drucken die Layouts aus, und lassen die als PDF digital zukommen, fahren aber hin, sodass der Kunde sich auf den Ausdrucken die, und dann natürlich noch Variante 2 mit dem PDF, da schickst du PDFs hin, machst Kommentare, telefonierst, machst die Anmerkung rein und überarbeitest das. Nee, aber man muss ein PDF machen, also es gibt jetzt keine Möglichkeit, dass der Kunde sich das XD online anguckt. Wir sind jetzt... Okay, das wollte ich wissen, also dass manche Kunden damit nicht klarkommen, ist eine andere Frage, aber... Wir sind jetzt leider durch. Eine letzte Bemerkung. Annette hat auf Facebook eine XD User Group quasi gegründet. Wer Lust hat oder Spaß hat, kann da ja vielleicht Mitglied werden. Dann können wir uns da weiter austauschen. Einstweilen bedanke ich mich erstmal für das große Interesse und die Mitarbeit und die regen Informationen. Vielen Dank. Ja, danke schön. Auch von mir.